Ja, Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved. Wir haben gesagt, wir spielen da ein paar Kapitel durch und setzen da gleich einmal die Reise fort. Ich hoffe, wir fangen da gleich an mit dem Kapitel 2. Und ja, Leute, wird interessant. Da seht ihr wenigstens einmal, wie schön dieses Spiel sein kann, ja? Wenn die Ladesequenzen nicht so lang werden. Ja? Okay. Benutze dein Bibapo Kapitel 2, die alte Stadt. Geht schon los. Das ist das Stirnband. Was? Das Sklavenstirnband, das ich dir aufgesetzt habe. Das Ding ist von dir. Lass mich erklären. Nimm das Ding runter, oder ich reiß dir den Kopf ab. Nein. Nein? Klopfst du etwa, ich mach Witze? Kommando, stopp! Kommando, geh weg von mir! Was zur Hölle machst du da? Ich habe ein Sklavensturmband gehackt, damit ich es mit meiner Stimme aktivieren kann. Das löst eine systemische Schmerzreaktion aus. So werden die Sklaven kontrolliert. Kannst du nicht. Hört mein Herz auf zu schlagen, egal warum. Verpasst dir das Band mit tödlicher Dosis. Wenn ich sterbe, stirbst du. Oh. Warum? Ich brauche deine Hilfe. Ich komme aus einem Windfarmerdorf, es liegt etwa 300 Meilen von hier. Allein habe ich keine Chance. Gegen die Sklavenhändler und Max. Das ist der Deal. Bring mich zurück nach Hause, dann darfst du auch heim. Ich habe wohl keine andere Wahl. Haben wir beide nicht. Tut mir leid. Okay. Gehen wir. Okay, Kommando, Leute. Bleib bei mir. Ja, die Kleine hat's faustdick hinter den Ohren, so wie das aussieht, ja? Hey, was ist das für ein Zeug, das ich da sehe? Hab das Stirnband gehackt, damit du visuelles Feedback kriegst. Es ist mit deinem Schild und meiner Biometrie verbunden. Und deine Stimme? Es ist, als wäre sie in meinem Schädel drin. Ja, wir haben jetzt eine ständige Audioverbindung. Als ob es bei den Frauen nicht reichte, wenn sie in der Früh schon quatschen, gell? Jetzt hat sie ihre Stimme in seinem Kopf. Ja? Cool. Ja, und Leute, das ist nicht das Video, das so aussieht, sondern der muss sich da die erst Landung hat sich ganz schön mitgenommen. Gewöhnen. Und die Steuerung ist auch extrem sensibel. Laufe über den Gesundheitspack hinweg, um ihn einzusammeln. Und das machen wir doch. Und schon geht es uns ein wenig besser. Ihr seht den Balken da oben. Sollen wir weiter? Ja, natürlich sollen wir weiter. Aber wir schauen uns da mal um. Und ich glaube, ich musste. Ist doch egal. Das muss eine Art Sammelpunkt gewesen sein.
Aha. Missing Persons, alle, die da verschwunden sind. Nochmal. Ist das der Ausgang? Ja, lass mich doch mal rüber, Mädchen. Halte links B gedrückt, um jederzeit bei deinen Kidnapperin anzusehen. Ja, Leute, ich habe heute auch einen Frosch im Mund. Wir schauen uns da mal um, weil ich denke, da gibt's ein paar... Ups. Ihr werdet gleich sehen, was es ist. Das sind so kleine Energiepünktchen, die man aufsammeln kann, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Hinzu man geht, glaube ich, nicht. Ja? Aber wir können uns das hier mal anschauen. Okay. Dann geht's nochmal darauf. Hier geht's bestimmt nicht raus. Ja, mach keinen Stress da hinten. Es reicht ja schon, wenn wir deine Stimme im Kopf haben, ja? So wie das aussieht, ist es ein alter Bahnhof. Da könnten wir rauf einmal, ja? Aha. Ja, hab mich da wohl ein wenig verschätzt, was die Ops angeht. Ja. Aha. Komm runter. Monkey. Da gibt's nichts mehr zu finden. Oder da unten? Nö. Ja, okay. Die Steuerung, Leute, ich sag's euch. Ja, dann war das wenigstens ein schöner Rundumgang jetzt, ja? Ich weiß nicht, ob man die Energiepunkte auch beim zweiten Mal durchlaufen sieht. Aber wir folgen einmal unserem Mädchen, ja? Wo ist denn die jetzt? Da vorne steht sie, ja? Komm her. Das muss eine Zugbrücke sein. Soll wohl Max. Ja. Hier sind ein paar Schalter. Die andere Seite ist blockiert. Kannst du rüber und den Weg frei machen? Ja klar, die leiseste bist du nicht unbedingt, gell? Ist mir gerade aufgefallen. Ja, komm. Und? Max. Ja, was wohl? Leise. Sie könnten in der Nähe sein. Was machen wir denn jetzt? Mach nicht so viel Krach. Ja, schon Pech. Na komm her. Oh, Scheiße. Aus dem Weg. Ich kümmere mich darum. Oh ja. Sollten wir ein wenig mehr aufpassen, ja? Okay. Alles frei. Komm rüber. Ich komme. Ja, ja. Mach nur die Arbeit. Und? Unser Mädel steht allein da drüben und hilft uns nicht dabei. Dabei hätte die ja die Möglichkeit. Hat sie auch. Dadurch könnten wir rauskommen. Kannst du das wegräumen? Aber ja, klar. Dafür ist er ja da, unser Monkey. Okay. Gut, wir haben da wieder ein Gesundheitspack. Aber irgendwie strange ist es doch, dass... Wir sind noch voll, ja. Dass da die... Orbs nicht mehr zu finden sind. Orbs haben.
hatten die geheißen. Gehen wir einfach runter mal, ja? Kannst du mir verraten, wie der Plan ist? Ja, und wisst ihr jetzt, warum ich das Spiel so mag, ja? Kommt ja echt cool rüber. Dich schnell zu nach Hause bringen, damit du mir dieses Ding vom Kopf nimmst und ich dich umbringen kann. Genau das ist der Plan. Siehst du den Rauch da drüben? Dort ist das Sklavenschiff abgestürzt. Als erstes gehen wir dorthin und gucken, ob meine Kiste den Absturz überlebt hat. Welche Kiste? Die einzige Möglichkeit, 300 Meilen zu schaffen. Zwei Räder und ein Motor. Typisch Mann, ne? Hier müssen tausende Menschen gelebt haben. Mehr. Zehntausende? Vielleicht. Wie traurig. Was wohl aus ihnen geworden ist. Kommt das cool an, Leute? Habe ich euch zu viel versprochen? Ja. Wir gehen einfach weiter. Ja, seht ihr, da kommt schon das nächste Problem auf uns zu. Wir gehen Deckung, Mädel. Wenn ich das Signal gebe, kommst du zurück, okay? Nein. Ich kann nicht. Tu, was ich sage. Nein. Ich muss ihn irgendwie ausschalten. Ja, dann machen wir das. Oh. Blöde Idee. Oh. 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 Na, kommt her, Bursche. Okay. Komm, lang. Oh. Na. Wirst du? Du böser Junge. Noch mehr? Wenn wir das durchstehen wollen, musst du, wenn ich dich um etwas bitte, es auch erledigen. Und zwar sofort. Ja, und ohne Wenn und Aber. Ich verstehe. Böse Schweigen. Halte links gedrückt, um das Befehlsmenü zu öffnen. Machen wir doch gleich mal. Und dann, ja, kann sie laufen. Ja. Okay. Gut so. Okay. Gibt's da noch was zum Einsammeln, Leute? Ich glaube, wir können da lang. Super Idee, Mädel. Ja. Aber wir schauen uns da noch mal kurz um, ja? Und irgendwas habe ich vergessen. Ja. Ach ja, genau. Das sollten wir nicht vergessen.
da hinten noch kurz mal reingeschaut, ob es eine Versorgung gibt oder irgendwas, das wir mitnehmen können. Ja. Aber anscheinend brauchen die weder was zu trinken noch was zu essen. Egal. Wir haben es ja wieder mal geschafft und ich schätze mal, das wird der Eingang sein zum nächsten Kapitel. Wenn wir darauf kommen nochmal. Ist die Kleine schon wieder unterwegs? Bitte, wo gehst denn du hin? Wo ist denn die? Da drüben, na klar. Und jetzt komme ich da nicht runter. Doch. Okay. Machen wir doch. Wieder gleich mal. Ein Herkules. Oh, 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 oh. Sie sind betäubt, aber nicht lange noch ein. Na? Okay. Was zur Hölle hast du da gemacht? Ist ein EMP-Puls. Habe ich von meinem Vater. Er schaltet kleine Max für ein paar Sekunden aus. Lang genug, damit ich wegkomme. Oh, gut so. Die Sicherheitstür funktioniert noch. Es muss hier irgendwo geladene Energiezellen geben. Egal. Wir sollten uns nicht ablenken lassen. Wir müssen zur Absturzstelle kommen. Ja, das sollten wir schnell tun. Und rein ist sie. Max! Shh, wir können nicht vorbeischleichen. Ich gehe rüber und lenk sie ab. Dann rennst du los. Ja, dann geh mal rüber. Okay. Hey! Komm schon! Ich komme! Hey! Laufst du? Hey! Ah, die Kleine ist schon weg. Komm, Mädel. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Ja? Wir haben es noch nicht überstanden. Da drüben ist der Ausgang. Ja. Wir schaffen es nie über den Spalt. Vielleicht kann ich sie dieses Mal ja ablenken. Ich könnte einen Köder basteln. Ja, schauen wir mal. Und Köder gebastelt. Okay. Okay, ich hab's. Los! Ja, lass mich laufen. Es wird schwächer. Vorsicht! Was ist, Mädel? Laufst du nix? Ja. Er kann die Tür nicht hacken. Keine Deckung. Okay, überlass das mir. Ich schalte die Max aus. Ja, klar, doch. Bleibt schon wieder alles an uns hängen. Okay. So. Lenk ihn ab! Sicher. Oh, oh, das geht sich nicht mehr aus. Wir verstecken uns da mal. Wo ist denn der? Was ist denn? Noch nicht voll geladen. Müssen wir warten. Jetzt geht's wieder, oder? Köder bereit. Gut. Und? Schiff, leck ihn ab. So, jetzt schnell rüber. Oh, oh. Wohin? Da in die Ecke. Okay. Da erwischt du. Voll geladen. Oh, wir sollten doch einen Köder nehmen. Komm, runter. Da. Lenk ihn ab. Und? Monkey, tu dein Bestes, komm her.
Komm nur her. Oh oh. Lenk ihn ab! Oh weh, oh weh, Leute. Na, Trippy, alles okay? Die will verschwinden, komm. Schauen wir, dass wir wieder wegkommen hier. Ich würde den Max ja so gerne die Waffen wegnehmen. Müssen wir da wieder oben rüber, ja. Aber ihr merkt, wie hakelig die Steuerung ist. Und das ist aber andauernd bei Bandai so, ne? Und die automatische Kameraführung, ja. Na komm. Timing ist alles. Wie gesagt, ich hab's nicht. So, rauf wieder zu Trippy. Haben wir was eingesteckt? Nein. Okay. Da hinten ist auch nichts. Dann schauen wir, dass wir hier weiterkommen. Okay. Trippy, wo bist denn du? Ah, sie heißt Trip, ja. Nicht zu vergessen. Und? Lass du uns einen Vortritt. Hey! Ja, komm. Okay. Dann rein ins Gedümmel. Ja? Bist du noch hinter uns? Ja, klar. Komm nur. Und komm, Monkey, du was. Ja, ah, wir überziehen schon wieder. Unglaublich. So, schauen wir mal, was da vorne auf uns zukommt. Schau dir den Baum an. Ja. Der ist bestimmt hunderte von Jahren alt. Ist das cool, hä? Okay, Leute, ich denke, wir machen hier einen Schnitt. Wenn da nicht gleich ein anderes Kapitel kommt. Ah, ah. Ja, und was da auf uns zukommt? Werden wir das nächste Mal erleben. Hä? Ich glaube, ich kann da was machen. Folge mir. Okay, Leute. Wir werden hier stoppen und dann beim nächsten Mal weitermachen. Schauen, ob wir die Minen überleben. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt ihm nicht weiter. Und wir sehen und hören uns dann, ja, vielleicht schon morgen oder eben nächste Woche. Euer Toso. Angenehme Nacht. Ciao.